Hey, ich bin Karl und ich zeige euch heute die schönsten Plätze und ein Jahr in Erlengrad ganz kurz zusammengefasst. Beginnen wir mit dem Aventurin Business Hotel. Es befindet sich in den Bergen, genauer gesagt auf einer Holzplattform in den Bergen, und von hier aus könnt ihr Erlengrad aus einer herausragenden Sicht betrachten. Kommen wir nun zu der Käserei Erlengrad. Hier wird aus unserer Milch der beste Käse aus der Umgebung hergestellt. Der nächste schöne Platz sind die Alpen rund um Erlengrad. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Picknick während dem Sonnenuntergang machen. Vergisst hier aber nicht eure Kamera. Als nächstes die Liechte Chocolatierfabrik. Hier wird die beste Schokolade auf der ganzen Welt dank unserer Milch hergestellt. Kommen wir nun zu unserem Bauernhof und dem Frühling. Im Frühling, wenn das Gras erntereif ist, steht Mähen und Wenden auf dem Programm. Danach lässt mein Bauer das Gras bis Anfang Sommer trocknen. Und damit kommen wir auch schon zum Sommer. Im Sommer fährt noch einmal der Schwade aufs Feld, bevor es die neue Pöttinger Rundballenpresse macht. Danach werden sie auf den Lader gestapelt und zum Lager gebracht. Wenn wir hungrig sind, werden sie dann an uns verfüttert. Man sollte auch nicht vergessen, hier und da mal den neuen Rigi-Traktor, E-Traktor, aufzuladen. Der Herbst. Im Herbst passiert nicht viel, außer dass die Blätter sich verfärben. Das bringt uns auch schon zum Winter. Bei niedrigen Temperaturen fährt mein Bauer aus und streut Salz auf die Straßen. Schneit es sogar, wird das vorne angebrachte Schneeschild gesenkt und schiebt den Schnee auf den Straßenrand. Und das, bis die Temperaturen wieder steigen und der Frühling beginnt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen und den Kanal, wenn noch nicht geschehen, kostenlos abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!